good evening from the first night of the Dresden City Festival. Das Stadtfest hier in Dresden ist super wichtig für die Stadt und immer richtig gut besucht. Und dieses Jahr findet es schon zum 20. Mal statt. Amazing. My name is Greg, this is Nelly, and we are continuing our YouTube takeover here on the Visit Dresden channel. And we are going to spread this video out over 3 days, exploring the Dresden City Festival and sharing it all with you right here. Ja, das sieht schon total klasse aus. Ich freue mich riesig. So this coming down behind the tram here is the Skyliner Tower, the city skyline, just been set up today for this city festival, and we are going up to the top. Schaut euch diese Aussicht an. Die Newcomer-Band Last Pairn Spiel ist im Moment auf allen Radiosendern vertreten und heute auch auf dem Dresdner Stadtfest. It is the next day and we are back at it here at the Dresden City Festival down by the river and we have a special guest. Ja, unser Freund Theo ist heute zu Besuch aus Berlin. Hello. Und ja, warum hast du dir ausgerechnet das Stadtfest ausgesucht? Ja, Freunde von mir waren letztes Jahr hier auf dem Stadtfest und meinten, es ist überragend. Also habe ich gedacht, ich check's dieses Jahr mal selber ab und hier bin ich. Let's go check it out! Wir sind gerade unten an der Elbe für die Dampfschiffparade. Ja, und es sieht so aus, als wenn das eines der Highlights, eines der Höhepunkte des Stadtfests ist, weil hier so viele Leute sind. Thank you.
Jetzt neigt sich auch schon der zweite Abend des Dresdner Stadtfestivals im Ende zu. Das wird ein schöner Abend. Es war tatsächlich ein wunderschöner Tag mit den beiden hier auf dem Dresdner Stadtfest. Leider ist der Abend jetzt für mich vorbei. Sad, aber tomorrow we will see you for the third day of the Dresden Stadtfest. Bis dann. Heute ist der dritte Tag des Canaletto Stadtfestivals hier in Dresden, aber wir erkunden heute Neustadt. Yes, and today we are joined by another special guest. This is Collis, one of Nelly's friends from back home, and she lives here in Dresden. Ja, hi. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen die Neustadt zeigen kann. Ich wohne hier direkt und es ist ein super schöner Teil der Stadt und deswegen, ja, es ist sehr schön, dass ich Nelly und Greg heute ein bisschen rumführen kann. Let's go! Das war unser kleiner Neustadtrundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war sehr cool zu sehen, das mit den Augen von jemandem zu sehen, der hier wohnt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, warum Leute hier wohnen würden. Das ist ein cooler Teil von Dresden und ist ganz anders als die Altstadt. And now it is time to head back to the City Festival. So we're going to cross the Elbe and go into the Dresden Old Town, because tonight is the finale with some amazing fireworks. Just outside of Neustadt, we've come back to the Elbe River, to the Palais Sommer. Ja, und der Palais Sommer ist ein ziemlich cooles Event, das einmal im Jahr ungefähr einen Monat lang stattfindet. Und es ist ein kostenfreies Event, das nach dem Spendenprinzip funktioniert. Also ihr könnt einfach vorbeikommen und eben so viel spenden, wie ihr Lust habt. And today is Yoga Day, correct? Richtig, und ich freue mich schon tierisch, weil ich total der Yoga-Fan bin. Was für eine coole Yogastunde das war. Ich glaube, ich habe noch nie Yoga mit so vielen Leuten auf einem Haufen gemacht. Das war echt klasse. Very, very cool to see and for you to experience. But it is starting to get dark, so it is time for us to head back into Dresden City for more of the City Festival. Yeah. Und es ist der dritte und letzte Abend des Dresdner Stadtfestes. The two main highlights this evening are the Dresden Symphony Orchestra, which is going on in about 15 minutes, and then of course later on tonight the fireworks, which I think are going to look absolutely amazing. Das wird super.
So that's it for our version of the Dresden City Festival 2018. What an incredible experience. Really, really cool to put together this video and to show you how we see it through our eyes. Ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, es war nur ein kleiner Ausschnitt des Stadtfests, weil es wirklich unglaublich groß ist und das Programm endlos lang. Deshalb glaube ich, müssen wir einfach nächstes Jahr nochmal wiederkommen. And I hope you've enjoyed this video. If you're interested in more of our Visit Dresden YouTube takeovers, be sure to check out these videos here and stay tuned because next up for us is the Elbland, which is an area just outside of Dresden City, and I'm really excited to go and explore that. Ich glaube, das wird super. Bis dann. Tschüss.